Guten Tag, ich darf Sie herzlich willkommen heißen auf der Messe Wächtersbach. Mit mir darf ich begrüßen Frau Professor Barbara Klein. Sie ist Sprecherin des Forschungszentrums Future Aging der Frankfurt University of Applied Science. Neben mir Staatssekretär Patrick Burkhardt, er ist der neue Staatssekretär für digitale Strategie und Entwicklung. Und wir haben noch bei uns die Robbe Paro, die im Pflegeeinsatz bei Patienten unterwegs ist, aber dazu wird Frau Klein gleich noch mehr erzählen. Anlass unseres Gesprächs heute ist der Stand der Landesregierung in der Halle 1516. Dort haben wir Exponate zum Thema Digitales Hessen. Und wir haben uns heute schon darüber unterhalten, was braucht das digitale Hessen, was ist die Strategie des Landes. Und da darf ich an den Staatssekretär geben, der seit Januar dafür mitverantwortlich ist. Ja, die Digitalisierung, erstmal schönen guten Tag. Die Digitalisierung kommt und die Landesregierung hat sich entschieden, das mitzugestalten wollen. Deswegen bündeln wir alle Themen, die es in der Hessischen Landesregierung gibt, zum Thema Digitalisierung plus neue Dinge, die wir natürlich implementieren wollen bei unserem Ministerium. Wir sind froh, dass wir mit Frau Prof. Dr. Christina Sinemus jemanden gefunden haben, die auch von außen, die das Thema natürlich schon sehr lange kennt und von außen auch sehr viele Ideen mitbringt und uns da unterstützt bzw. das Ministerium führt. Wir haben ein tolles Team zusammengestellt, wo wir uns um groben drei Bereiche kümmern. Einmal die Infrastruktur, also wie kommt die Digitalisierung zu den Menschen, über Breitband natürlich und über Mobilfunk. Dann werden wir uns darüber unterhalten, wie Digitalisierung der Zukunft aussieht. Also das heißt, auch mal zu schauen, künstliche Intelligenz der Zukunft, wo wird sie eingesetzt? Wir hören gleich von ein paar Beispielen, wo das auch schon sehr schön passiert. Aber auch die Frage, wo beginnt Digitalisierung, wo hört sie auf? Bei Privatmenschen, aber auch bei Unternehmen, Arbeitsplatz 4.0. Denn viele Menschen haben einfach viele Fragen zum Thema Digitalisierung. Und die gilt es zu beantworten. Und der dritte Bereich ist das digitale Rathaus, wo wir so schnell wie möglich den Menschen die Gelegenheit geben wollen, nicht einen halben Tag freinehmen zu müssen, um aufs Bürgerbüro zu gehen, sondern tatsächlich alles von Haus zu Hause aus machen zu wollen. Das klingt jetzt sehr einfach, ist aber mit knapp 2000 Vorgängen insgesamt in der Bundesrepublik Deutschland ein sehr großer Bereich, der uns auch viel Zeit und auch viel Geld kosten wird. Aber wir haben uns auf den Weg gemacht und wir sind sehr zuversichtlich, dass wir gemeinsam mit den Kommunen, aber auch mit dem Bund hier große Schritte gehen werden und bis 2022, so wie es im Gesetz steht, auch fertig werden. Vielen Dank. Der Stand der Landesregierung steht unter dem Stichwort Land hat Zukunft und wir haben insbesondere das Thema Digitalisierung auch deshalb genommen, weil heutzutage schon sehr viel im Einsatz ist, was den Alltag erleichtert, was den Menschen hilft, zu Hause auch zurechtzukommen. Frau Professor Klein, Sie forschen an den Themen barrierefreies Leben und Wohnen und auch mit solchen technischen Anwendungen, die in der Pflege, im Unterstützung für Menschen mit Beeinträchtigung eingesetzt wird. Was forschen Sie ganz konkret? Ja, also die Frage ist ja ganz einfach, wir haben die ganzen Leitungen, wir haben die ganze Hardware und das, was wir machen, wir gucken, was sind eigentlich die Anwendungen, die gebraucht werden. Also wo kann beispielsweise so etwas wie dieser Robbenroboter Frage stellt sich ja immer, werden dann Pflegekräfte abgeschafft? Nein, sondern so ein Instrument, sage ich jetzt mal, wirkt immer nur in der Verbindung mit der Fachkraft. Und was wir machen in unseren Forschungsarbeiten, wir gucken, was wird gebraucht, ja? Wie muss das dann aussehen, wie muss das gestaltet werden, was beeinflusst die Akzeptanz, wie beispielsweise, dass es einfach zu bedienen ist und man nicht verzweifelt ist, dass man vielleicht das Gerät überhaupt nicht anmachen kann. Und wir gucken aber auch, was für ethische Fragen stellen sich dann. Weil häufig werden wir gefragt, so ein Roboter, das ist doch völlig unethisch. Und das treibt uns natürlich rum, weil wir wollen ja nicht unethisch sein. Und wir sind im Dialog mit beispielsweise Bewohnern, Bewohnerinnen in alten Pflegeeinrichtungen, aber auch mit behinderten Menschen, mit pflegenden Angehörigen, mit den Pflegefachkräften und versuchen einfach herauszufinden, was wird als unethisch wahrgenommen und wie können wir das letztendlich in der Gestaltung der möglichen Einsatzfelder mit berücksichtigen, damit es kein unethisches Verhalten gibt.
Das ist ein sehr guter Anknüpfungspunkt zu dem, worüber wir vorhin auch schon gesprochen haben, die Digitalethik. Die Landesregierung hat einen Rat dafür eingerichtet im Oktober letzten Jahres, um sich solchen Fragen der ethischen Rahmen und Handlungsbedürfnisse zur technologischen Entwicklung auch zu stellen. Was macht dieser Rat genau und wie sieht da die zukünftige Entwicklung aus? Ja, den Rat der Digitalethik gibt es seit ungefähr einem Jahr. Frau Ministerin Sinemus hat den jetzt sozusagen vom Ministerpräsidenten übernommen in unsere Zuständigkeiten. Und wir wollen mit verschiedenen gesellschaftlichen Teilen von Kirchen über Verbänden, teilweise auch bis Arbeitgeberverbände, die Frage gestellt haben, ob wir da mitmachen können. Arbeitnehmer natürlich auch, aber die Frage Arbeitsplatz 4.0, die Frage, wie gesagt, wo beginnt Digitalisierung, wo hört sie auf? Was passiert mit unseren Daten? Und wo wollen wir auch gemeinsam mit Forschung auch definieren, wo hört es auch auf? Also wo ist eine Grenze für einen selbst, aber auch für uns als Gesellschaft, wo Digitalisierung auch an die Grenze kommt? Dinge, wie jetzt hier vor uns liegt, ist natürlich was ganz Hervorragendes. Das ist vermeintlich eine Kleinigkeit, aber wenn Menschen, die gerade im Dementbereich, wie mir beschrieben worden ist, auf sowas wunderbar reagieren, ist das natürlich ganz hervorragend. Aber wir wollen natürlich auch die digitalen Daten, die wir generieren durch sowas, natürlich auch geschützt wissen und da auch fragen, wo sind die Grenzen. Und das ist eine sehr, sehr interessante und sehr spannende Diskussion, die für uns noch lange nicht am Ende ist, da sind wir am Anfang. Und wir wollen auch mit viel Öffentlichkeitsarbeit, auch mit vielen Diskussionen mit den Menschen ins Gespräch kommen, weil wir treffen täglich Menschen, die viele Fragen haben zur Digitalisierung. Die meisten sind sehr aufgeschlossen, wenn wir das bei uns am Stand sehen, mit unserem Pepper, dieser Roboter, der natürlich animiert, hinzugehen, mal anzufassen, mal auch durchaus mit ihm zu reden. Oder mit ihr zu reden, Miss Pepper, ist das die eine Sache. Aber die andere Sache ist, dass wir hier auch natürlich viele Sorgen haben. Also die Frage, was passiert mit den Daten, die bei Alexa aufgenommen werden? Was passiert mit, das sieht man es ja gerade im Stream, das Bild, wenn ich das richtig sehe, links von mir, das ist Pepper, Miss Pepper. Und ein kleiner Roboter, den wir sozusagen gemietet haben von der Hochschule, um halt zu zeigen, wie denn tatsächlich KI funktioniert und auch Robotik funktioniert. Und die Daten, die dort ermittelt werden, also jetzt wieder zurück zu Alexa oder anderen Sensoriken im Haus, dass sie natürlich für das eingesetzt werden, für was sie auch genutzt werden sollen und nicht für andere Dinge. Und da gibt es viele Ängste bei der Bevölkerung und da wollen wir auch sehr intensiv drüber diskutieren. Vielen Dank. Es ist in der Tat so, es gibt einen Blick auf Digitalisierung, der ist eher mit Sorge, dass dort Rationalisierung stattfindet, Arbeitsplätze wegfallen. In der Pflege man auf einmal nicht mehr von der Schwester, dem Pfleger gewaschen wird, sondern vielleicht von einer Maschine, was sich, glaube ich, viele nicht vorstellen können. Aber Sie haben vorhin sehr schön den Blick geweitet auf das, was es auch bringt und diesen positiven Blick darauf, was kann eine digitale Anwendung, was kann eine Technik wie Pepper, wie in der Prothetik oder in anderen Anwendungen, was kann mit dieser Technik auch erreicht werden? Was bringt es den Menschen? Also da gibt es ja jetzt im Moment ganz viele sehr unterschiedliche Entwicklungen. Beispielsweise gibt es sogenannte Exoskelette, die Menschen helfen, die gelähmt sind, dann wieder in das Gehen zu kommen und tatsächlich aus dem Rollstuhl zu gehen, Treppen hoch und runter zu laufen und damit eine erhöhte Mobilität zu haben. Es wird sehr viel dazu geforscht, wie kann man beispielsweise Menschen auch unterstützen, dass sie wieder essen oder trinken können. Es gibt beispielsweise robotische Arme, die so etwas können und da entwickelt man weiter, damit auch schwerst pflegebedürftige Menschen, schwerst behinderte Menschen wieder in der Lage sind, zumindest einmal am Tag selbstständig ein Glas Wasser einschenken zu können und selber trinken zu können. Und Sie haben eben gesagt, waschen, von einem Roboter gewaschen zu werden. Wir hatten tatsächlich ein europäisches Projekt, da ging es um eine robotische Duschhilfe. Und wir haben im Vorfeld sehr viele alte Menschen befragt. Wir haben Angehörige befragt und Pflegekräfte. Und die alten Menschen, die haben gesagt, also wenn ich die Wahl hätte, würde ich mich lieber von einer Technik waschen lassen als von einem Menschen. Und Pflegekräfte und auch Angehörige, die waren da so ein bisschen im Zwiespalt. Aber im Laufe der 3 Jahre, in denen das Projekt lief,
haben beispielsweise auch einige Pflegekräfte in Pflegeeinrichtungen gesagt, so ein System wäre sehr praktisch, weil jetzt kommt eine Generation in Pflegeeinrichtungen, die es gewohnt ist, jeden Tag zu duschen. Das wird heute nicht angeboten. Und wenn man dann praktisch so ein System hat, mit dem man jeden Tag duschen kann, wann man möchte, wie lange man möchte, ist das schon eine tolle Sache. Und trotzdem wird die Pflegekraft nicht ersetzt, ja, weil sie hat ja ganz spezielle Aufgaben. Und zwar eine der zentralen Aufgaben beim Waschen ist letztendlich zu gucken, wie sieht es aus mit den Ressourcen? Was kann die Person noch? Kann sie noch etwas? Kann man das fördern? Und das würde eine Pflegekraft machen. Und genauso auch eine andere sehr, sehr wichtige Funktion, zu gucken, wie sieht es aus mit dem Körper? Verändert sich da etwas? Gibt es eine Hautrötung, die auf ein kommendes Wundgeschwür schließen lässt? Das kann ein Roboter auch nicht. Und dazu braucht man letztendlich die Pflegekraft. Aber wenn die das genauso häufig macht wie heute auch, ja, wäre ja letztendlich nichts verloren gegangen, sondern man hätte ein Add-on, man hätte einen Zusatz, dass die Person einfach immer dann duschen kann, wenn sie es möchte. Ich kann mir auch vorstellen, dass der Einsatz von Robotern, was die Pflegedokumentation angeht, was Ausgabe von Getränken angeht, Nahrung, also alle Tätigkeiten, die eine examinierte Schwester, einen examinierten Pfleger entlastet, sicherlich auch so ein Einsatzgebiet sein kann. Ich will vielleicht noch ein anderes erwähnen. Wir haben am Stand auch Virtual Reality. Es ist wirklich sehr spannend zu erleben, durch den Kölner Dom zu gehen, sich von Raum zu bewegen, auch aufs Dach. Es soll ein Beispiel sein dafür, was Virtual Reality in der Produktion, in der Anwendung jetzt schon leisten kann. Wir haben als Landesregierung ja auch Digi-Förderung für die Wirtschaft. Wir haben Unternehmen, die in Hessen das schon einsetzen. Was passiert da genau mit dieser Technik? Ja, das müssen wir unbedingt mal ausprobieren. Also wenn Sie noch Zeit haben, kommen Sie mal vorbei bei uns, weil das wirklich faszinierend. Man meint wirklich, man steht in diesem Dom drin. Man kann verschiedene Räumlichkeiten aussuchen. Allein der Blick dann über die Stadt Köln ist ganz wunderbar. Aber was zeigt uns das? Es gibt Möglichkeiten, Dinge festzuhalten, die man vielleicht nicht dauerhaft hat. Also wenn wir jetzt mal zum Beispiel an ein Museum denken. Wir haben immer wieder auch in unseren Landesmuseen temporäre Ausstellungen, wirklich tolle Ausstellungen oder Kunsthäuser insgesamt, die zu digitalisieren und so zu verewigen, dass man in Zukunft eigentlich diese Ausstellung immer wieder benutzen kann, beziehungsweise besuchen kann. Das wäre so eine schöne Sache, mit der man mit Sicherheit arbeiten kann. Aber es gibt da unglaublich viele Einsatzmöglichkeiten. Und das ist nicht nur das Zocken oder das Spielen, sondern tatsächlich auch, um Dinge zu erleben, wo man normalerweise vielleicht weit verfahren muss. Mein erster Virtual-Reality-Erfahrung war ein Flug über New York, über die Skyline von Manhattan. Das war natürlich auch sehr beeindruckend. Und man hat schon manchmal das Gefühl, man muss gucken, dass man nicht irgendwie umfällt. Also es ist schon sehr interessant, wie schnell man in dieser Welt drin ist und vor allem, wie schnell man sozusagen vergisst, dass man eigentlich gar nicht so richtig in der richtigen Welt ist. Und wenn das gut gemacht ist, ist es bei unserem Stand gut gemacht, dann geht das ganz schnell. Genau, das ist ganz, ganz wichtig. Und wir bei uns an der Frankfurt University of Applied Sciences nehmen dieses Thema auch ganz ernst. Wir werden im Herbst ein Innovationslab, ein Living Lab eröffnen, wo Virtual und Augmented Reality mit dabei sein wird. Die Robotik wird mit dabei sein, Sensorik. Und wir werden verschiedene Arbeitsplätze der Zukunft darstellen, wie das ganz einfach aussieht, um damit letztendlich unsere Studierenden gut ausbilden zu können. Das Ganze ist angedockt an den Masterstudiengang Barrierefreie Systeme, sodass wir letztendlich auch die Fragestellungen, wie kann man Inklusion sicherstellen, mit berücksichtigen kann. Die Einsatzmöglichkeiten sind da in der Tat viele. Staatssekretär hat es angesprochen, ob es jetzt das Museum ist, ob es jetzt im Bereich Leben ist oder zum Beispiel auch ja in der Telemedizin, wenn man sich zu Patienten begeben will, bis hin auch zu Reparaturen, die an einem Ort gemacht werden und von Deutschland aus praktisch angeleitet. Also vielfältige technische Möglichkeiten, die Sie auch bei uns kennenlernen können am Stand. Wir freuen uns, Sie begrüßen zu können. Halle 1516 am Stand der Landesregierung. Vielen Dank. Guten Tag noch.